Moin und willkommen zu einem weiteren Bobber-Video auf meinem Kanal. Ich bin Alex und heute war eigentlich geplant, dass wir die Blinker gegen die neuen ersetzen, wo es allerdings ein kleines Problem gab. Und des Weiteren machen wir heute wirklich die Reifen bzw. die Räder so weit fertig, dass ich die zum Abziehen bringen kann. Ihr seht das da vorne vielleicht schon mal, da habe ich so einen kleinen Sechskant reingesteckt. Also ich habe auf einige Abonnenten gehört, die mir gesagt haben, du brauchst da nicht extra so einen Steckschlüssel für holen, sondern mach das und das und das. Und ja, für diese Hilfe bin ich euch extrem dankbar. Das finde ich auch extrem cool, dass alle irgendwie voneinander profitieren können und sich gegenseitig ergänzen können. Jeder sein Wissen irgendwo mit einbringt in dieses Motorrad und in das Motorradprojekt, was jeder für sich natürlich selber hat. Und dann geht's auch schon los. Jeder, der meine vorherigen Umbauten mitbekommen hat, der weiß ja, wie ich das hier gelöst habe. Im Prinzip genau so, nur mit einem etwas anderen Halter. Den habe ich mir bestellt. Das war ein Aluminiumhalter. Hey, hey. Was machst denn du? Oh ja, ich drehe gerade ein YouTube-Video. Das passt gerade schlecht. Na, und? Wollt ihr auch mal so ein Motorrad haben? Ja, sieht ja voll cool aus. Ja, vor allem die Farbe ist schön. Nein, ja, die Farbe kommt aber anders leer. Oh, schau. So, ich muss jetzt ein bisschen weiter drehen. Na gut. Alles klar. Mach's gut, Mädels. Ja. Ciao. So, meine beiden Nichten, die gerade reingekommen sind hier in der Garage. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Halter. Den habe ich ja genauso bestellt. Der war aus Aluminium. Da lege ich halt immer Wert drauf, dass es nicht irgendwie Kunststoff ist oder sowas. Ich meine, Kunststoffe sind mittlerweile auch richtig gut, aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie noch nicht so einen richtigen Draht, zumindest bei solchen Teilen nicht. Und eigentlich habe ich mir das gedacht, dass ich das genau so wieder mache und habe mir exakt die, weil die Taurohre vom Durchmesser genauso sind wie bei der VR800, habe ich mir gedacht, ich bestelle mir genau die gleichen, die ich vorher für meine anderen beiden Motorräder auch bestellt habe. Die lagen so, weiß den Preis noch nicht mal mehr, keine Ahnung. Und da habe ich mir die bestellt, wirklich ich bin auf meine Bestellung gegangen und habe exakt die, die ich mir damals bestellt habe, auch bestellt. Stand sogar in der Beschreibung drin, Aluminium etc. Was habe ich gekriegt? Hier. Ich hoffe, man kann die gut sehen. Also qualitativ hier eine absolute Katastrophe und aus Kunststoff. Und man sieht so schon, ich hoffe, dass man das einigermaßen gut erkennen kann oder einigermaßen scharf ist, man sieht so schon, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Ne? Also die kannst du hindrücken, wie du willst. Ich denke mal, wenn ich die Schrauben einmal voll anziehen würde, wird sich das einmal ergeben, dass es einigermaßen passt. Aber das ist halt aus Kunststoff und das nervt mich extrem. Also ich habe für diese Dinger, wie gesagt, ich weiß den Preis leider nicht mehr. Ich habe die vor 7 oder 8 Monaten bestellt. Und ja, muss jetzt mal überlegen, ob ich mich an den Hersteller wenden kann oder nicht. Weil im Prinzip ist das jetzt für mich Müll. Ne? Kann ich nichts anderes zu sagen. Ich habe aber auch überlegt, um das Motorrad vorne vielleicht so ein ganz bisschen cleaner zu machen. Ich gehe mal ein ganz kleines bisschen weiter weg. Ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt. Und da seid ihr vielleicht so ein bisschen gefragt. Ich gucke mich ja auch immer permanent mal Motorrädern um und gucke, wer hat wo was hingesetzt und wo sitzt der Blinker und wo sitzt der Scheinwerfer etc. Und ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich das bei diesem Motorrad ein ganz kleines bisschen anders, dass ich das nicht hier mache mit diesen Blinkerhaltern oder wie die heißen, sondern vielleicht irgendwo im Lenker oder sowas verstecke. Ich guck mal hier, ob ich die Kamera so nehmen kann, ja. Also Lenkerenden, Blinker will ich auf jeden Fall nicht haben. Ich will den Lenker nicht unnötig breiter machen, als er ist. Hier vorne wäre es wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen blöd. Also letzten Endes ist es wirklich schwierig von der Position, außer die dahin zu setzen. Also wenn ich unter meinen Abonnenten schon welche habe oder unter den Zuschauern, die irgendwie eine andere Lösung mal gefunden haben, außer Lenkerenden, Blinker und die mit diesen Haltern hier vorne. Ich kann den ja trotzdem einfach mal ranhalten. Ich stelle euch mal eben ab. Ups. Ja, hier ist ein bisschen wenig Platz. Deswegen habe ich jetzt gerade meine Lampe hier umgehauen, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem was sehen könnt. Das ist halt immer nervig. So, ich habe das Ding jetzt abgeschraubt. Das, was positiv auffällt bei 20 negativen Sachen, ist, dass sie das Gewinde zumindest nicht direkt in den Kunststoff geschnitten haben, sondern dann eine Buchse reingesetzt haben. Aber das macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Die Dinger sind für mich Geschichte. So, und das, was mir jetzt auch schon auffällt, das heißt, selbst wenn ich die volle Pulle anziehen würde, also die sind jetzt ganz ran, müsste man da immer noch irgendwas zwischenlegen. Das wäre nicht das größte Problem. Und das ist einfach, um euch mal zu zeigen, wie die Größenordnung oder der Unterschied ist. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, per 3D-Druck selber was anzufertigen.
Ja, vielleicht in diesem Stil auch, dass man die so ein bisschen breiter macht und näher ran. Wobei näher ran wird wahrscheinlich schon schwierig, weil das Gewindestück von dem Blinker wahrscheinlich schon so ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Ideen zu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann finden wir schon gemeinsam eine Lösung. Ja, das war's jetzt mit den Blinkern. Und wir gehen erstmal weiter und bereiten die Reifen oder die Räder so weit vor, dass sie zum Pulvern können. Jetzt kommen wir zu den Rädern, die mich letztes Mal so mega abgenervt haben oder demotiviert haben, weil ich halt einen passenden Steckschlüssel nicht hatte. Und an dieser Stelle bin ich euch sehr dankbar für die zahlreichen Kommentare und Nachrichten, die ich über Instagram empfangen habe, bezüglich des Steckschlüssels, das ich ja gar keinen brauche, sondern einer hat zum Beispiel gesagt, man kann eine Mutter nehmen und die dann kontern und das würde auch reichen oder das kann man nehmen, das kann man nehmen. Seht ihr, ich habe selber auch mal ganz primitiv versucht, einfach mit dem Kopf, aber das wäre gebrochen. Und dann ist uns aufgefallen oder eingefallen, dass wir noch so einen Sechskant da hatten und haben den dann einfach benutzt. Und ich habe den jetzt schon mal lose geschraubt, also wirklich nur lose gemacht. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Und jetzt ja, versuchen wir gemeinsam, das Ding mal abzukriegen. Das ist, wie gesagt, das ist lose. Ich bin selber mal gespannt, wie das hier gleich funktionieren wird. Hier hinten kommt er raus. So, und jetzt, das ist wahrscheinlich einfach nur der Kopf der Schraube oder des Bolzens. Von der anderen Seite hat er sich jetzt komplett gelöst und ich versuche jetzt von der anderen Seite ein kleines Stück gegenzustecken und den Bolzen ganz langsam rauszutickern. Ich habe mir einfach eine Schraube genommen, eine alte, die da rumlag, einen Kunststoffhammer. Und jetzt müssen wir mal gucken. So. So sieht das gute Stück aus. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Okay. So, jetzt ist die spannende Frage, wo das noch drin sitzt. Die Scheibe sitzt da drin. Da ist der auch locker. Ich glaube eigentlich, dass es möglich wäre, die Gabel jetzt vorne einmal hochzuheben und dann die Bremsscheibe aus dem Bremssattel rauszunehmen. Ja. Allerdings muss ich mir dafür eben Hilfe holen, weil ich das alleine nicht hinkriege. Sonst gäbe es halt noch die Möglichkeit, den Bremssattel einfach abzuschrauben. So, das war genauso, wie ich es gesagt habe, vorne einmal das Motorrad hochgehoben und das ganze Rad dann von hinten raus. Da gibt es eigentlich so auch nicht viel zu sagen. Das stand ja genau so, wie es war. Ja, hier müssen ja sämtliche Radlager etc. müssen hier raus. Die Bremsscheibe muss ab, genau, weil das ein Teil ist. Das ist aber nicht wild. Das können wir gleich zusammen machen. Und auf der anderen Seite war es, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, hier vorne ist das Teil, das ist für die Tachowelle. Da saß auf dieser Seite hier. Hier saß das Teil drin. Hier ist ja auch noch so ein Ring. Ich weiß nicht, ob man den so rauskriegt oder nicht. Aber das muss man gleich mal sehen. Gut, ich schraube jetzt, glaube ich, als erstes die Bremsscheibe ab. Und wichtig, ganz, ganz wichtig, noch ein kleiner Tipp ist es ja im Prinzip nicht, weil es selbstverständlich ist. Gerade für so einen wie mich, der jetzt mal alle 3-4 Wochen oder sowas ans Motorrad geht oder selbst alle 2 Wochen, das ist vollkommen egal, beschriftet eure Schrauben und macht so viele Fotos, wie es nur geht. Also ich mache es wirklich immer so, ich baue irgendwas ab und dann fotografiere ich das. Das Problem ist, das habe ich ja jetzt nach der längeren Zeit gemerkt, alleine jetzt nach 3 Wochen schon wieder. Man fängt immer wieder gefühlt von vorne an und weiß die ganzen Größen nicht mehr und wo welche Schraube saß etc. Gut, bei der Carver weiß ich das mittlerweile, weil man es ja schon einige Male gemacht hat. Aber hier, dadurch, dass es für mich neu ist, macht wirklich ohne Ende Fotos, dass ihr am Ende des Tages oder in 2-3 Wochen auch noch an dem Projekt weiterarbeiten könnt, ohne dann nachher wieder zu rätseln. Und normalerweise mache ich das so, und das haben wir beim Trecker bei der Restauration genauso gemacht. Haben wir die Schrauben immer schön in eine Tüte verpackt und direkt draufgeschrieben, wo das hingehört, mit einem dazugehörigen Foto. Und das Foto habe ich auch genau so beschriftet im Handy,
wie es auf der Tüte stand, damit man es wirklich direkt zueinander hat. Weil letzten Endes weißt du gar nicht mehr nach 4, 5, 6 Wochen oder nach einer kleinen Projektpause oder sowas, wo was hingehört und wie was saß. Und dann ist das wirklich immer hilfreich, sowas zu haben. Gut, ich würde sagen, wir schrauben erstmal die Bremsscheibe ab und packen die beiseite und nehmen die ganzen Lager. Ich hoffe, dass man die so rauskriegt, müssen wir mal gucken. Das könnte vielleicht noch ein kleines Problem werden mit den Lagern, wenn die... Ja, ich weiß gar nicht, ob man die da so heile rauskriegt. Müssen wir gleich mal schauen. Falls nicht, ist es auch nicht wild. Wenn doch, dann müssen wir zusehen, dass wir genau die Durchmesser treffen. Je nachdem, ob man ein Lager rein oder rausschlägt. Also wenn man das hier reinschlägt, zum Beispiel das Lager, und das sitzt auf dem äußeren Ring, dann schlägt man auch nur auf den äußeren Ring. Wenn man hier in der Mitte hauen würde, wird man halt das Lager sofort zerbrechen. Anders wäre es, wenn das Lager zum Beispiel auf so einer Welle sitzen würde, die hier in der Mitte wäre, dann dürfte man nicht auf den äußeren Ring schlagen, sondern müsste auf den inneren Ring schlagen. Und genauso ist es eigentlich beim Rausziehen. Ich hoffe, dass man das so rauskriegt, dass es nicht allzu doll gepresst ist. Aber das werden wir gleich sehen. Ist egal. Ich schraube jetzt erstmal die Bremsscheibe ab und dann sehen wir mal weiter. Diese 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben sind auf jeden Fall eingeklebt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn die ein bisschen strammer sind. Normalerweise würde ich so eine Arbeit viel, viel lieber am Tisch machen, das Rad vernünftig hinlegen und dann... Das Problem ist hier, der Tisch ist gerade so voll. Die ganze Garage auf dieser Seite ist einfach so voll. Hier ist überhaupt kein Platz. Ihr seht es ja, hier vorne ist nur so ein kleiner Platz zum Durchlaufen. Deswegen muss ich mich hier für dieses Video eben hier volle Pulle abquälen. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Das ist wirklich extrem beschissen, in so einer Position zu schrauben, die man nicht gewohnt ist, wo es einfach total ungemütlich ist. Ich habe sowieso mal überlegt, mir vielleicht eine Motorradhebebühne für mein Haus oder meine Garage zu kaufen. Wenn jemand von euch schon sowas hat, also eine richtige Hebebühne, wo man im Stehen dran arbeiten kann, dann sagt mir mal bitte Bescheid oder schickt mal irgendwelche Links oder schreibt irgendwelche Links in die Kommentare. Und sagt mir eure Erfahrung dazu, weil das ist hier jedes Mal so in der Hocke und sowas, das ist einfach nervig. Also das macht auch nicht so viel Spaß, aber gut. So, jetzt ist die Bremsscheibe lose und tada, wir können die so rausziehen. Wenn wir uns die mal genauer angucken, jetzt im Licht. Also das sieht zwar nach starken Riefen aus, die ist aber an sich... Würde ich sagen, ist sie noch gar nicht so schlecht. Also wirklich, muss da mal mit dem Fingernagel rüberfühlen. Man merkt minimal irgendwas. Und deswegen würde ich sagen, dass die auf jeden Fall noch gut ist. Also diese Riefen, die sind wirklich nur sichtbar, fühlbar, so gut wie gar nicht. Nicht mal mit dem Fingernagel. Und ich gucke mir nachher die Bremsklötze nochmal an. Und wenn die auch noch in Ordnung sind, dann würde ich diese Bremsscheibe auf jeden Fall erstmal wieder weiterverwenden. Weil gebremst hat die auf jeden Fall, bei der kleinen Probefahrt hat die auf jeden Fall richtig gut. Gut. Packen wir das schon mal beiseite. So, ich habe jetzt gerade ein ganz kleines Problem mit den Lagern, wo ich nicht hundertprozentig weiß, wie ich die rausbekommen soll. Ich habe eine Idee. Wir beenden das Video einfach an dieser Stelle. Und ihr sagt mir mal bitte, ich mache mal Licht. Ihr sagt mir mal bitte, wie man die am besten rausbekommt, wenn möglich heile. Also ich habe echt überhaupt gar keine Idee. Ich will das auch nicht kaputt machen oder den Ring hier kaputt machen. Also das Einzige, was ich jetzt auch machen würde, ne, so wie jeder andere auch, ich würde jetzt anfangen irgendwo zu lesen. Ich habe eh nicht mehr 2, 3, 4 Stunden Zeit. Ich würde jetzt einfach Google aufschlagen und würde anfangen zu lesen, wie man das Radlager vorne links und rechts am besten rausbekommt. Oder... Ihr habt schon Erfahrung mit Pulvern und sagt, nee, der kann das eigentlich so gut abdecken hier vorne, dass die Lager drin bleiben können. Das weiß ich halt selber überhaupt nicht.
Also wenn ihr irgendeinen Plan habt und schon eine Idee habt, schreibt es mir liebend gerne in die Kommentare. Das, was wir auf jeden Fall noch machen können, oh, da fällt mein Licht die ganze Zeit um, ist hier hinten, das ließe sich wahrscheinlich auch so abnehmen, normalerweise, genau. Gehen wir alle raus. Eine Dichtung oder so ein Ohrring. Aber sonst. Ja, keine Ahnung. Wenn man mal in Latein gerade auch am Ende. Ich vermute, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber. Nee. Ja, ich will hier nichts Falsches sagen, bevor ich hier irgendjemanden einen falschen Tipp gebe. Also ich wüsste wirklich nicht, wie ich... Da ist sich gerade eben irgendwas bewegt drin. Ja. Keine Ahnung. Also dieses Rohr in der Mitte, das lässt sich auf jeden Fall bewegen. Ja. Scheiße. Ne? Es nervt mich schon wieder. Schon wieder nicht das geschafft, was ich eigentlich wollte. Aber so ist das im Leben. Fakt ist, wir sind schon ein ganz kleines Stückchen zumindest weitergekommen. Auch wenn das meiste nur in Erfahrung gelernt. Aber das werde ich auf jeden Fall jetzt relativ zügig fertig machen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich die Reifen zum Pulverbeschichten bringe. Erstmal zum Abziehen und zum Zentrieren. Und dann bringe ich die direkt zum Pulverbeschichten. Ja, ärgerlich, aber so ist das nun mal. Das ist jetzt das zweite Mal hintereinander, dass es wirklich so bescheiden läuft, aber was willst du machen? So ist das manchmal. Ich bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder sonst was habt, schreibt so liebend gerne in die Kommentare. Wie gesagt, mit diesem Sechskant. Ich bin unheimlich froh, wenn mir jemand immer irgendwie weiterhelfen kann oder ich aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt hier mit den beiden Projekten und jetzt hier mit dem dritten Projekt schon gemacht habe, teile ich das natürlich auch immer gerne. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir da wirklich mal einen richtigen Fortschritt haben. Macht's gut, bis dahin und schönen restlichen Sonntag noch. Ciao.